Das kann durchaus sein. Here we go. Da ist unser Baby. Die Caterpillar, Leute. Die Caterpillar. Ich liebe das Schiff. Das ist schon geil. Vergiss nur immer, wo der Eingang ist. Ah. Deploy. 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 Oh. Schön. Weil wenn ich mich jetzt hier hinlege, bin ich da mit dem Schiff gekoppelt, wenn ich dann rausfliegen sollte? Die falsche Richtung. Immer den Weg, ich weiß auch nicht warum. Hä? Warte mal, wo bin ich jetzt? Server Access? Nee, ich muss nicht zum Server. Ich will... Hä? Warte mal. Ah, hier. So, that's our cockpit. Okay. Dann mal los. So, alles anmachen. So, willkommen zu Hause in der wunderschönen Caterpillar. Your systems are online. You are clear to launch. Miss Lotterleben. Sollte irgendeiner von euch mir auf den Server nachjoinen, würde ich schon cool finden. Aber bitte ballert mich nicht ab oder so. Vielleicht könnt ihr da mitfliegen. Launch complete. Nice, nee, cool. Ich hoffe über meinen Link, dass du dir Star Citizen geholt hast. Ausrufezeichen SC. So, wir haben ein Ziel, was wir anfliegen müssen. Ihr seht es da auf der Karte. Wir müssen ein bisschen Höhe erreichen. Und zwar machen wir heute eine Delivery-Mission, um 6.000 auf unser Konto zu spielen, weil wir wollen ja ein bisschen mehr Money verdienen. Und nach uns einen kleinen Puffer aufbauen. Das Geld wird ja jetzt gespeichert. Es gibt ja jetzt kein Charakter-Wipe mehr in Form, dass das Geld verschwindet. Und deswegen sind wir jetzt auf dem Weg zu einer A-Corp Mining Area 056 auf dem Planet, auf dem Mond. Das können wir euch zeigen. Wir müssen hier hin. Momento, Momento. Und zwar, hier ist A-Corp und wir müssen nach Vala. Das ist hier in der Valaheide. nach Vala. Und da gibt es einen Punkt, und zwar den hier, den müssen wir anspringen. Und da ist unser Delivery-Paket, was wir abholen müssen. Das müssen wir dann nach Microtech bringen. Ja? Also wir landen jetzt auf einem Mond mit der Caterpillar. Wir könnten natürlich jetzt unser ganzes Schiff voll machen und das hinterher alles verkaufen. Wir warten mal ab. Ich bin noch viel zu niedrig. Okay. Und ich muss jetzt mal gucken, wie ich gleich springen muss, weil... Ich glaube, ich will zu dem Planeten, den A-Corp crashen. Ich fliege erstmal hoch. Nach New Baddage muss ich, genau. Also nach Microtech. So, wir sind jetzt heute praktisch DHL im Weltraum.
Das Gute ist jetzt, weil wir so ein großes Schiff haben, sind wir auch relativ zügig unterwegs. Ne? So. Bist du dann auch so einer wie neulich der mit der gelben Kiste? Ich weiß es gar nicht. Wir werden es sehen. Ja, da unten ist der Punkt, wo wir hinspringen müssen, aber... Ja. Aber da können wir nicht hin. Können nicht nach Valla. Ja, wie sollen wir denn dann springen? Warte mal, das ist ja dumm. Toll. Ja, wie können wir denn... Gibt es hier keinen Zwischenpunkt, wo man hinspringen kann? Dass wir vielleicht erst zu dem Mond springen und von da aus dann nach Valla, würde ich vorschlagen. Weil irgendwie so läuft das nicht. Dann würden wir den Planeten Arkorb crashen. Soweit ist der, glaube ich, gar nicht weg. Ach nee, das geht ganz schnell. Dem Schiff geht das ganz schnell, der Sprung. Let's go. Und von Lyria gehen wir dann dahin, wo wir hin müssen. Und zwar nach Valla. Und zwar hier. Zu einem Mond. So, hallo, dunkler Lord. Wie geht's dir? So. Jetzt können wir praktisch... Seht ihr? Guck mal. Ist das alles kein Problem mehr. Jetzt können wir direkt dahin springen. Pickup. Da müssen wir hin. Da ist die Mission. So, es lädt auf. Okay, Chris, das ist ein sehr essentieller Tipp. Die Route außerhalb der Atmosphäre berechnen, weil dann hat man keine Probleme mehr. Das ist ein sehr, sehr guter, wichtiger Tipp. Das rechnet ja den Zwischenpunkt nicht mit ein. Mir geht's super, dunkle Leute, ja. So, Hard Hydro, bitte nicht immer Spam. Ja. So, Pickup ist da unten. Das heißt, wir müssen jetzt noch einen Jump machen. Oh, wir landen im Dunkeln, okay. Was kostet Star Citizen eigentlich? Es gibt zwei Pakete. Wenn du mal Ausrufezeichen S10 in den Chat eingibst oder hinterher auf YouTube in die Videobeschreibung guckst, dann wirst du sehen, was ich meine. Jetzt müssen wir hier irgendwie landen. Ne? Das ist ja noch ein ganzes Stück. Weil es schon wieder dunkel ist. Guten Flug. Guten Flug, Captain Heideltraut. Dankeschön, Chris, für 9 Monate. Genau. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wir sollten mal langsamer werden. Wir haben ja schon einen ordentlichen Bremsweg mit dem Kollegen hier. Den Gegenwinken. Ah, das ist zu schnell. Fuck. Wir müssen ein bisschen hochziehen. Wobei es geht. Was sind das denn für Partikelfehler da unten alles? Umkehrschub reinhauen. Sehr neblig hier, Alter. Ist ein anderes Raumschiff? Da blinkt irgendwas. Nee. Aber irgendwie, was ist das denn, was ist denn mit der Grafik los? Nee. Hatte ich noch nie. Guck mal.
So, jetzt müssen wir dicke Dinge hier landen. Ist ja halt gar nichts. Der da auch noch löschen. Okay. Kann man das während des... Muss man da neu starten wahrscheinlich, ne? Also wenn ich jetzt den Chat... Kann ich das Schiff hier landen, den Ordner löschen und dann mich wieder einloggen? Port Impact Warning. Ah, das ist... Oh mein Gott. Hoch. Front Impact Warning. Gott. Okay, das ist nicht unser... Das ist ein bisschen problematisch, das Gelände. Wir sind in einen Berg reingeflogen. Man sieht auch nichts. So, ganz ruhig jetzt. Ganz sachte. Wo müssen wir denn hin? Da. Deck Impact Warning. So, langsam, langsam, langsam. Alter, was ist denn das hier für ein Gelände? Warum kann ich hier nicht landen? Ist doch nichts unter mir. Hä? Port Impact Warning. Landing complete. Oh. Engines offline. So. Also diesen Grafikbug hatte ich noch nie. Ich soll lieber eine Waffe. Nee, oder? Eine Waffe brauche ich nicht. Runter. Und. Turret brauchen wir nicht. Wir brauchen. Elevator. Jetzt sind die Grafikbugs weg. Toll. Okay, das könnte... Warte mal, wie ist denn... Okay, das könnte gehen. Komm gleich wieder, mein Dickerchen, ne? Mach keine Faxen. Ich hab Angst, dass mir das Ding jemand klaut. Setzen wir einfach mal auf Hoffnung. Ah ne, ich hab die Grafikbugs. Oh Gott. Also Shader-Ordner löschen, sagt ihr. Wie doof, das nimmt die ganze Atmosphäre gerade weg. Schade. Sieht so cool hier aus, mit dem Kristallen hier am Boden und dann hier diese Grafikbugs. So ein Blödsinn. Kann ich hier meinen Buggy ausparken? Nee, ne? Dann könnte ich den auch direkt mitnehmen. So. Ist jetzt hier drin? Pickup? Hier? Die Kiste müssen wir jetzt wohin bringen? In der Kiste läuft. Ja, es tut mir so leid, dass gerade diese Grafikbugs da sind. Das macht so ein bisschen die Atmosphäre kaputt. Aber ich fix das gleich, ja? Nach der Mission. Hallo, nicht mehr willig. Wie geht's dir? Jetzt müssen wir es in unserem Schiff verstauen. Ich hoffe, ich komme jetzt. Da oben.
Das ist ein Spieler. Okay, krass. Gesehen? Da. Habe ich mir ein schlechtes Gefühl dabei. Oh, ich bringe mal meine Kiste weg. Ich bin noch ein Schiff. Kommt noch ein Schiff. Oh oh. Scheiße, schnell, schnell, schnell. Gott. Hoch, hoch, hoch. Drei. Nimm mir nicht. Danke für deine 20 Subgifts. Dankeschön. Okay. Scheiße, wir müssen hier weg, Leute. Danke, danke, danke. Pack die Kiste mal hin. Kann ich die hier hinstellen? Ja, reicht. Oh, oh, ich habe Angst, dass wir jetzt gleich beballert werden oder so. Ich bin alleine auf so einem großen Schiff. Mach auf! Warte, hier. Hier rum. Sind die Schiffe hin? Hier ist doch gerade eins gelandet. Das ist eine verbackte Kacke gerade hier. Da startet's. Seht ihr das? Nein, nicht aussteigen. Engines. Ja, vor mir. Port Impact Warning. Launch complete. Geht jetzt mir hinterher? Da unten, die fahren mit dem Rover rum. Seht ihr das? Alter, wie creepy. Ja, das müssen wir jetzt wegbringen. Das muss jetzt nach hier hin. Quantum Drive is now. So! Leute, haut mal für Nitmo will ich einen Hype in den Chat. Wenn er hier schon 20 Subgifts in den Stream reinhaut, dann hat er auch einen Hype-Train verdient, Leute. Let's go, Leute. Ich will sehen, dass ihr ausrastet für Nitmo will ich. Im Schweizer. Hier, der hier. So. Also wir sind erstmal ein Stück unterwegs, ne? So, ich kann jetzt mal gucken, ob meine Kiste dabei ist. Mein Fliegen kann das Ding alleine. So, habe ich Taschenlampe? Nein.
Wo habe ich die hingetan? Hier vorne, ne? Gibt es auch etwas größere Kisten, die man transportieren muss? Ja, da unten liegt sie. Da will ich sie schöner hier hinstellen. Ah, guck mal, man kann... Okay, ich verstehe. Wir stellen die mal hier hin. Oh. Okay. Für die Kiste, Leute, 6000, ey. Kann man aber rein theoretisch jetzt 20 Delivery-Missionen annehmen und die dann alle gleichzeitig verkaufen? Christian, danke für 500 Bits! Aber na gut, wie willst du das machen? Dann müsstest du ja 100 Mal zu dem... sich gleich wieder die Ruckler, Leute. 8200 kriegen wir dafür. Wir haben aktuell 35.000. Ist leider seit der 3.9 so ein Bug, dass man manchmal so FPS-Drops hat. Geht aber dann irgendwann weg. Was denn das denn eigentlich? Investigate. Ach, da muss man in so Höhlen und so rein, ne? Bounty Hunter. Lane Jumpers. Was für ein Auftrag? 10.000 kriegt man dafür. Was denn? I got your info from a contact of mine. Said you were the real deal. Come by Grimhex and hunt me down if you're interested. Was ist das denn für eine Mission? Datenbank-Wipe? Wird die mal angenommen, die Mission. Wir gucken mal, was passiert. Der macht so halblegale Sachen, okay. Nehmen wir erstmal das hier weg, ja? Boah, jetzt mit dem Riesenschiff in New Baddage landen. Alles klar. Das wird was. Thank you.
CitizenCon wurde für dieses Jahr gecancelt. Oh, schade. Aber war zu erwarten. Oder? Quantum Drive is now off. Out of range? Ja, 2020 wurde... Was kann man denn bei Out of Range machen? Da manuell hinfliegen. Warte mal, machen wir das anders. Razor, mach weiter so, ich liebe dich, nur Homo. Dito, Mann. Ich liebe dich auch, Bro. Dankeschön. Danke, danke, danke. Ja, und jetzt gucken wir mal. Delivery Mission. Ich habe aktuell zwei Missionen am Laufen. So, jetzt versuchen wir mal da. So, Port Tressler, genau. Praktisch dran vorbeigeflogen. Aber wie viel Aufwand das ist, aber so ein Kästchen, so ein Paket zu bringen, ne? Hammer, Alter. Der mega viel Aufwand. Darunter. Machst du kein Trading? Was? Nur der Icke! Oder nur der Dicke? Nein, nur der Icke. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön für deinen 5-monatigen Resub. Okay, mit Trading kann man richtig gut Geld machen, okay. Müssen wir mal erklären, wie das geht. Danke, nicht überfallen wir es. Okay. Das Paket wie bei der hell aus. Nice, Holzi. Gönn dir.
Kontakt. Proceed to assigned landing bay. Okay. Aber John, dann, also ihr müsst mir das mit dem Trading gleich mal erklären. Wo kriege ich die Ware her und wo kann ich sie teurer weiterverkaufen? Wir wollen jetzt nach und nach die Missionen alle kennenlernen. Wir sind ja ganz am Anfang jetzt erstmal. Der nächste Stream ist am Sonntagabend. Auf welchen Hangar geben wir uns? Geben die uns denn? Noch habe ich keine. So, Landung ist durch. Das ist die Musik vom Spiel. Das eigentlich von außen auch zumachen. Nee, egal. So. Ich werde jetzt mit der Kiste Bahn fahren gehen und so. Das ist aber ein bisschen unrealistisch. Weil eigentlich Fracht wird ja an einem Hangar gebracht. Eventuell gibt es einen Patch heute Nacht inklusive DB Hardware. Sie versuchen aber alles Erdenkliche, dass erwirtschaftliche Geld und gekaufte Gegenstände beibehalten werden. Sie wissen aber nicht, was mit der LDP alles gespeichert wurde. Oh lol. Was ist passiert? Warum müssen die das machen?
die ganze Zeit mit dieser Kiste hier rumlaufen. Alter, wie viel Hangar es hier gibt. Krass. Konntest du das mit dem Trading nochmal schreiben, bitte? Ich hab's gerade nicht gelesen. Okay, wir machen das gleich mal. Aber wo muss ich denn da hinfliegen? Zu welchem Terminal, John? Gibt's da kein Terminal oder sowas? Aber wir haben ja gerade noch eine andere Aufgabe, so einen illegalen Job. So. Dann ist nur unrealistisch, dass so ein Mitarbeiter, der hier Ware bringt, dann mit der Bahn fahren muss, ne? Weil eigentlich wird es ja in einem Frachtbereich geliefert. Aber naja. Wollen wahrscheinlich, dass man auch ein bisschen jetzt das anguckt. Lead Yard, okay. Warum steht der hier so bereit? Zu welchem Punkt muss ich denn jetzt kommen? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Da bin ich jetzt... Metro Loop! Loopy Loopy Metro Loop! So, dann starte ich gleich mal mein Spiel neu, weil ich den Shader-Ordner einmal lösche. Und dann. Ja, links oder rechts, Leute? Rechts, ne? Commons. Oh, warte! Ich kann nicht rennen wie in der Kiste. Na! Oh, lala. War gemein. Hallo, Sir. How are you doing? Wie der da mit der Kiste steht. Hatten wir so oft schon, dass die Bahn dann vor der Nase wegfährt, ey. Hör die ganze Zeit irgendwo hier an. Hallo? Capsule now approaching station. Stand clear of disembarking passengers. Okay. Hallo, Sir. Bin ich im falschen Channel? Das kann sein. Warum geht das immer wieder aus? Ah. Wie creepy der einfach hier steht. Wo? Da. Alter, ich wollte gerade sagen, hallo? Ich dachte gerade, der hätte die Kiste weggepackt. Es gibt an jedem Mining Post ein Handelsterminal. Es gibt an jeder Station und in jeder Stadt entweder ein Admin Office oder ein anderes Handelsterminal zum Handeln. Dort geht man hin und wird dann einem angezeigt, was die verkaufen. Problem dabei ist, man sieht nur das, was die kaufen, wenn man das dabei hat, was die wollen. Okay. Stehe. So, wo müssen wir hin? Da. 11 Kilometer. 11 Kilometer noch laufen. Ich werd bekloppt. Bin ich richtig gefahren? Kann doch nicht richtig sein. 11 Kilometer? Komm ich denn hier hoch? Wo ist denn das Exit hier? Hier rum. Ne, 11 Kilometer kann nicht sein. Wo fährt die Bahn hin? Spaceport, nein!
Hiermit müssen wir. Ah, wir hätten weiterfahren müssen. Danke, John. Careful, doors are now closing. Oh, den Bug gibt es immer noch. Zwei Bahnen in einer. Schnell das Ding fährt, ne? Boah. Alter. Ja, der Drop-Off ist doch da hinten. Hä? Wo muss ich denn mit dem Ding hin? Fahren wir hin. Spaceport. Muss ich hier aussteigen? The capsule now approaching station. Stand clear of disembarking passengers. Wo muss ich denn mit dem Drop-off hin? Mit dem Drop. The capsule will be leaving the station momentarily. Oh, ficken. Approaching station. Stand clear of disembarking. Hä? So, wir fahren jetzt zum Spaceport. Wir gucken noch mal. Nee, wir fahren ja... Hä, wo soll das sein? Wir entfernen uns ja. Wir parken mal ein Raumschiff aus und fliegen mal manuell dahin. We're sorry. You've exceeded the allotted time to depart. We will have to return your ship to storage. Initiating ship storage procedure. For your safety, please vacate the area. Thank you for your cooperation. Eine mysteriöse Angelegenheit, Chat. Werden wir diese mysteriöse Kiste noch los? Was transportieren wir da überhaupt? Initiating ship storage procedure. For your safety, please vacate the area. Thank you for your cooperation. Boah, das, ich hoffe, das fixen sie noch, dass die Bahn in Bahn ist. Ey, das ist so eine Kacke. Muss auf einem Gebäude auf dem Dach landen? Oh mein Gott. Okay. Caterpillar steht im Hangar 15. Ist sie überhaupt noch draußen? Ne, die ist nicht mehr draußen, oder? Ich bin gerade eher so Hermes, nicht DHL. Boah, Hermes ist halt einfach nicht gut. Also ich würde morgen Mittag vielleicht, wenn ich Zeit habe,
Zum Hinten sein. Nochmal Star Citizen Mittagsstream. Also am Sonntag. Am Samstag. Am Sonntag gibt es dann auch einen Stream abends. Dann nehmen wir jetzt mal ein anderes Schiff. Einfach mal die Kiste da hinschmeißen. Immer die. Lave hier. Medium Fighter. Kriegen wir das Ding da rein? Die habe ich noch nie ausgeparkt. Komm, die Kiste kriegen wir doch irgendwie da rein. Kriegen wir die Scheißkiste nicht in das Raumschiff? Ja, 10. Also ob. Ja, 10. Aber wie hast du das gemacht, Sabaton? Warum hast du so viele Pakete? Trinken, ja, ich hab nix. Das Gute ist, wir lernen alles fürs nächste Mal, Chat. So. Ja, Scheiß Kiste dann. Boah, die Kiste geht mir auf den Sack, ey. So. Guck mal, die können wir doch nehmen, oder? Cargo 4. So. Okay, also bitte nicht immer andere Streamer hier. Das ist irgendwie scheiße, wenn ihr das macht. Oh. Ach, die Server sind so am Nudeln gerade. Warte mal, wo ist denn jetzt? Ist das Schiff jetzt ausgeparkt? Das steht doch da hinten. Das muss ich nochmal gucken. Hangar 4. Ja, ist okay, Alter. Hangar 04. Ach, ey. Träume heute Nacht von dieser Kiste. Sag's euch. Ja, was haben wir denn jetzt für einen Schnuckiputz draußen? Ah ja, das Schiff mag ich, das ist cool. So. Wir haben hier ein Cargo. 4 Stück. Riechen das da rein. Das sieht geil aus, ne? Alter, das sieht mega geil aus. Das ist so eine Art Kampfjet, Alter. Da stand Cargo 4. Open Door. Ja, wie kriege ich jetzt die Kiste da unter dem Schiff? Er sagen hinten, ne? Ah. Mal hier. Ha. Das tue ich jetzt hier rein, oder was? Base. Jetzt hoch damit, ne? Da kann ich ja von innen drin machen. Alter, diese Kiste, Leute. Ja. Bleibt hier zu hier? Ja. So, Platz nehmen bitte. Können wir das Raumschiff nicht in die... Ne, das ist zu groß, ne? So, jetzt muss ich gucken, dass ich die Kiste ja mitnehme. So. Okay. Jump works at your service. Core system operational.
You are clear to launch. Rampe ist verbuggt, da kriegst du nichts rein. Wieso? Ich hab's doch drin. Er ist doch drin. Launch complete. Oder ist die Kiste jetzt auf dem Boden? Alter. Thank you. Geil aus das Schiff, ne? Hey, da oben ist ein Spieler, guck mal. So, hätte ich ihn da mit der Caterpillar drauf landen sollen? Ist das gerade belegt? Ja, hä? Aber das Fahrwerk bitte raus, okay. Nee, der hat die Kiste jetzt nicht mitgenommen. Flippi aus. Alter, wie das aussieht. Oh Gott. Wir kommen laufen in dem Wind. Die Kiste liegt da hinten! Ich flippe aus. Wie soll ich denn? Welcher Hangar war das, Chat? Wisst ihr das noch? Oh, no! Das ist... Für 8000. Launch complete. Hangar 4, ne? Okay. Raised. Oh. Dafür genießen wir gerade einen wunderschönen Sonnenaufgang. Das ist doch auch mal ein Vorteil. Contact. Mann, Mann, Mann.
Ey, ich und die Kiste, das gibt's gar nicht. Jetzt klaut mir jemand gleich die Kiste, pass auf. Ja, wow. Ich muss neben der La... Die liegt daneben und ich kann nicht darüber... Oh, no. Heute ist nicht mein Tag, ja. Hallo? Waren Sie? Meine Kid. Oh no, bitte nicht starten. Ah! Entschuldigung! Ich habe noch meine Kiste geholt. Ich habe die vergessen hier. Guten Flug! Stell dir vor, du willst einfach wegfliegen, da kommt ein Typ rein und holt seine Kiste. So, nehmen wir ein anderes Schiff. Dass der sich denken muss, ist echt so, Mann. Alter Finne, ey. Bei dir wird doch gar nicht. So, zack. So, ich hätte gerne meine Cutlass, bitte. Damit kann ich das Ding transportieren. Die können wir schon mal. Immer die Black, komm. Oh. Auch ein Misery. Ja, ja. Hangar 05. Okay. Eine Kiste. Eine. 8000, halbe Odyssee gehabt. Noch ist sie nicht weg. Oh, Mann. Oh, Kistchen. Kisti, Kisti, Kisti. Diesmal packe ich dich ins Schiff. Ja, guck mal, hier darfst du jetzt schlafen. Ja, hier verstaue ich dich. Place. Ja, Place, Entschuldigung. So, du bleibst schön hier jetzt, ne? Keine Faxen. So, rein.
An. Hello and welcome aboard your Drake Interplanetary Craft. Your systems are online. You are clear to launch. So, jetzt die große Frage. Kriegen wir diese Kiste weg, Chat? Was macht der Patch, Mini? Was haut der raus, der Chat? Der Patch? Hans Sauschel, was geht? Steht die Kiste noch im Hangar? Lass es sein, Nemo will ich! Link einfach bitte bei Twitter posten, Mini, das wäre sehr cool. Mich einfach bei Twitter verlinken. John Helgoland. Helgoland, Entschuldigung. Helgoland, Dankeschön. Ist das belegt, der Slot? Nein. Weil wie lange wir jetzt schon wegen dieser Kiste unterwegs sind, ne? Angefangen auf irgendeinem Mond, wo dann auf einmal voll viele Schiffe aufgetaucht sind. Komm her, du blödes Stück. So. Ach du Scheiße. Da hab ich aber Scheiße geparkt. Ja, Mann, wir haben das Geld. Nice. Was kann ich hier im Buggy ausparken? Wo denn? Boah, ist das windig. Heilige Scheiße. Wo kann ich denn hier den Buggy ausparken? Boah. Aber ich kann kaum laufen, ich renne. Nebenan, okay.
Bringt aber nicht viel, weil ich das Spiel sowieso neu starten muss, jetzt wegen dem Shader-Ordner. So Leute, ich mach mal ganz kurz Alt F4, so, weil ich nämlich den Shader-Ordner deinstallieren, löschen muss. Weil ihr habt ja gesehen, ich hatte alles so komische Icons. Wo finde ich den nochmal? User, dann auf Shaders und den Shader-Ordner löschen, ne? Ist doch der. Hab ich gemacht. Launch Game, okay. So, mal gucken, ob es jetzt besser wird. Das wäre natürlich prächtig. So. Gucken wir jetzt mal, ob es jetzt besser aussieht. Müsste es aber eigentlich. Ich habe ja eigentlich noch eine andere Mission gehabt, die ich noch machen wollte. Gib mir was zu trinken, ja? Oh. Ey, fett, ne? Mal ganz im Ernst, wie geil sind eigentlich Mini-Frikadellen, oder? Sag mal. Oh. Ah, guten Morgen. Ich finde das Microtech Apartment so geil. Kiste ist weg. Warte mal, hat sich das denn gespeichert? Okay, Lauser, du schreibst Depp. Warum bin ich denn ein Depp? Kannst du mir erklären, warum ich ein Depp bin, wenn das nicht speichert? Erklär mal, Lauser. Bitte nicht wegbannen. Lauser, warum bin ich ein Depp? Erklär mal. Nee, nicht wegbannen. Lass den mal. Das würde ich jetzt gerne mal wissen, warum ich der Depp bin. Lauser, schreib doch mal in Chat. Ach, Mann, ey. The caps. Oh mein Gott. Die LTP kann im Moment wegen der Fehler nicht alles speichern. Hatte heute auch 217.000 und nach Login heute Morgen nur noch 9.000. Waffen fehlten mir. Oh Gott. Alter Schwede.
Boah, dann würde ich, glaube ich, erstmal nicht mehr spielen. Das ist ja hart frustrierend. Und der Patch, der jetzt gleich kommt, soll das beheben? LK, trau mich sehr wohl. Ja, aber Lauser, erklär doch mal, warum ich hier Depp bin. Erklär's mir doch bitte. Wir wollen es alle gerne wissen. Sag doch bitte, Lauser. Übrigens, Chapeau an meinen PC. Ich spiele halt die ganze Zeit in 2K, ne? Was stand da? Oh, ich konnte die Nachricht nicht lesen. Für die Nachricht lesen. Kann man die Nachricht noch lesen, die getimeoutet wurde? Einer der Mods, kann man die noch lesen? The capsule will be leaving the station momentarily. Ich kann. Beam Elements hat Lauser für 120 Sekunden in den Timeout versetzt und ein Mod ist auf der Blacklist. Capsule now approaching station. Stand clear of disembarking passage. So. Erstmal immer schön beleidigend werden, ne? Lauser. So muss das sein. Oh Gott, ich brauche was zu trinken. Irgendwie läuft das Spiel jetzt flüssiger, seit ich den Shadow Owner gelöscht habe. I don't know. Jockel, danke dir für 19 Monate. Dankeschön. Hart. Habt ihr schon mal gesagt, hör mal auf zu spammen. Und du spammst schon wieder. Aber ja, mach ich. Aber hör auf zu spammen. Du Spammer, du. Mir geht's am Hals deutlich besser. Wirklich. Ich habe das Gefühl, ich habe den grippalen Infekt besiegt. Ab und zu noch ein bisschen Rückenschmerzen von dem ganzen Sitzen. Aber da ich ja mit der Alex jetzt aktuell viel Fahrradfahren gehe und so, kämpfe ich dagegen auch an. Wird. SMO18. Okay, da müssen wir hin. Das hier für eine. Nehmen wir mal die hier. Ah, Lauser, danke für deinen Sub. Boah, abends sind die Server halt hart am Arsch, kann das sein? Hangar 03. Okay, Lauser. Siehst aber ein, dass das dumm war, ne? Scheiße, welcher Hangar war das jetzt? Oh no! Lukas, auch dir danke für 7 Monate. Dankeschön. Oh, was ist denn das für ein Baby hier? Oh, Alter. Ich habe so viele Schiffe, ich benutze immer nur die gleichen. Okay, das ist nicht so geil. Egal. Scheint ein günstiges Schiff zu sein. So, wir wollen jetzt auch nur zu einer Grünfläche fliegen. Dafür reicht das. Hello and welcome aboard your Drake Interplanetary Craft. Your systems are online. You are clear to launch. Boah. Juhu! Ah, das passt nicht! Oh mein Gott!
man öfter. Nikola Salah. Du Schwein. Das hört man öfter. Aber da unten waren wir vorhin noch. Manche sind gekauft. Bilbo. Schon geil aus, das Spiel, Alter. Alter, den geht aber ab. So. Attention. Engines overheating. Warum? Nehmen wir so an. So. Also. Ich soll. Ich habe jetzt einen Punkt gekriegt, wo ich hinfliegen soll. Hype, wo soll ich hinfliegen? Hau rein, Lauser. Mach's gut. Einfach zu Shipping Mining Facility SMO. Was? 18. Okay. IP. Gucken wir mal. Du alter Wegweiser, du. 13, 10, 18. Hier. Da müssen wir hin. Aber wie kann ich das markieren? Oh nein, ich schon wieder. Da war. Da. Ich. So, ich hoffe, ich hab's jetzt. Ja. That route. Okay. So, da soll Grünfläche sein. Wir lassen uns mal überraschen. Bitte nicht in den Planeten fliegen. Gott, ich habe Angst. Bitte nicht da reinfliegen. Bitte nicht reinfliegen. Bitte nicht reinfliegen. Bitte flieg nicht rein. Okay. Und bitte lass es tagsüber sein. Nein! Es ist dunkel. Oh, wir haben aber auch ein Pech. Es ist nix, Alter. Es ist im Nowhere hier. Geht mal ein bisschen langsamer. Wie hinten die Flamme auch rauskommt. Seht ihr das? Alter, wie nice ist denn das? Aber es dimmert langsam, ne? Es wird hell. Guck mal, die Sonne geht doch auf. Alter, wie geil das aussieht mit dem Flammen hinten. Das sollte mal langsamer werden. Aber vielleicht haben wir Glück und sehen einen wunderschönen Sonnenaufgang, Leute. Oder dämmert's. Scheiße. Und ist irgendwas. Was mich immer so stört, dass man das. Kann man das HUD auch ausschalten während des Anfluges? Hallo Luca. Wie geht's hier? Dankeschön für deinen Sub. Kann ich hier landen? Nehmen wir mal davon aus. Oh. So. Engines offline.
Mich fragt, sehe ich aber sehr wenig grün. Das sieht mir sehr weiß aus. Kann ich hier einen Buggy ausparken? Boah, Alter, wie das wieder aussieht. Hier ist echt schon wärmer, da hast du recht. Komm ich gar nicht rein. Ja, ich gehe mal zurück zum Schiff, wir fliegen mal dahin. Aber ich hätte auch gerne den Buggy ausgeparkt, aber ich weiß nicht wo. Das hier? Alter, was ist denn das für eine Riesenstation hier? Irgendwo im Nowhere, Alter. Da ist ja einfach hier so eine... okay. Kann man sich ausruhen. Blaue Gebäude ist für Bodenfahrzeuge, okay. Welches blaue? Kein blaues. Wir fliegen mal mit dem Schiff, aber ich hätte schon gerne den Buggy benutzt. Da ist ein rotes, warte mal, hier vielleicht? Alter, das ist Schnee. Der mich einfach spoilert. Im Grunde will ich einfach nur zu den grünen Flächen fliegen, aber hier ist der boah, Alter, der Schneesturm, heilige Scheiße. Du hast gerade was verpasst, Mann, ohne Witz. Du hast echt was verpasst. Ich habe 2 Stunden gebraucht, um in einer Mission eine Kiste wegzubringen. Es sind die übelsten Sachen passiert. Und dann habe ich das Geld nicht mal gekriegt. Oh, Mann. Nein, nein, die grünen Flächen gibt es. Pass auf, wir fliegen da jetzt hin. Mach nicht schlapp, Baby, hier. Ich komm noch trinken. Komm, spring an. Your systems are online. Aber... ah. Launch complete. Deck impact warning. Ich hätte einen Buggy gehabt. Warte mal, kann man den nicht hier ausparken? Nee. Oh mein Gott, ich sehe gar nichts. Ach, guck mal hier unten. Ich richtig? Da ist grün, oder? Links hier. Ja, aber auch noch nicht so grün. Ne, hier ist auch noch Schnee. Wo muss ich denn hin? Aber wie das vom Boden aussehen muss?
Boah. Fliegen wir in die Richtung. So siehst du halt gar nichts. Also die Sonne geht langsam auf. Seht ihr das? Also wir könnten natürlich... Weil wir fliegen jetzt auf Berge zu. Das kann ich... Das stimmt wahrscheinlich nicht, ne? Muss ja tief sein. Wir landen mal, bis die Sonne aufgegangen ist. Hat so keinen Sinn. Dauert ja nicht mehr lang. Dämmert ja schon. Was sind die unten für beleuchtete Stellen hier manchmal? Engines offline. Schade, dass das Schiff nicht einschneit, ne? Komm gleich wieder. Oh Gott. Wir müssen warten, bis die Sonne aufgeht. Würdet ihr sagen, es dämmert oder die Sonne geht auf? Das werden wir heute noch herausfinden, Leute, mit der Grünfläche. Boah, mir ist schon kalt, wenn ich hier nur drin... Also, wenn ich mir das so vorstelle. Aber warten wir mal lieber hier drin. Gott, guck mal, wie das... Als ja Pilze sammeln, was? Engines online.
Launch complete. Oh, es wird heller. Yo, guck mal. So, jetzt suchen wir mal. Immer ein bisschen höher. So. Links, oder? Hier unter uns. Mal hier mit der Landung an. Ich sehe gar nichts. Landen wir mal hier. Einsam mal Dennis auf der Suche nach der Grünfläche. Oh, hier sind alles Bäume. Sag mal, bin ich dumm? Wie ändere ich nochmal die Ansicht, Chat? Hä? Ich hab's vergessen gerade. Wie ändere ich nochmal die Ansicht? Oh, harte Landung. F4, so. Complete. Engines offline. We got it! War das nochmal? Moment. Wenn schon richtig, ne?
Sollen wir auf den Sonnenuntergang, Sonnenaufgang warten, Chat? Hey, wo gibt's das Spiel? Ausrufezeichen SC. Wenn du das Spiel kaufst über den Link, dann kriegst du direkt 5000 Credits in-game. Ach, die Tati hat das Alien-Schiff ja noch gar nicht gesehen, ne? Das ist krass. Aussieht man. Kannst du immer nach Baumstümpfen und abgestorbenen Bäumen ausschauen? Da könnte was liegen, okay?
Boah, das sieht einfach aus, ne? Wahnsinn. Schauen wir zum Schiff zurück. Das ist das, warum ich Star Citizen so liebe. Wegen dem Moment gerade. Du landest irgendwo, du findest auf einmal das hier. Hast so einen geilen Sonnenaufgang in dem Spiel und kannst dann einfach wieder woanders hinfliegen. Ne, das ist der Wahnsinn einfach. Das ist mit Abstand einfach für mich das beste Spiel, was es gibt. Du verlierst dich richtig in dieser Welt hier. Geh das an. Guck dir das an, Mann. Das Geile ist, ich mache immer so viele Screenshots, ne? Weil das sieht einfach so cool aus. Es ist einfach so, ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, aber ich finde, du verlierst dich so hart in dieser Welt. Wisst ihr, was ich meine? Man ist so lange unterwegs und dann landet man irgendwo und guckt sich so eine krasse Stadt an. Man guckt sich einen krassen Sonnenaufgang an. Man guckt sich irgendwas an und dabei diese Musik, diese Raumschiffe, diese Freiheit. Das Spiel ist einfach, das ist... Auch wenn es sehr buggy ist und man immer Probleme hat und so, aber... Holy fuck, Mann, das ist einfach... Ich kann es nicht erklären. Wir sind gerade irgendwo gelandet und ich weiß nicht, ob dieses Spiel gut für Twitch ist, weil es gibt für mich sehr oft Momente in Star Citizen, da spiele ich das, um einfach zu entspannen, weil das Spiel entspannt einen so krass, außer natürlich jetzt, wenn man so eine Paketmission hat, ne? Aber ich finde, das Spiel, das kann so einen so krass entspannen. Du setzt dich einfach auf irgendeinen Planeten oder in eine Stadt. Selbst wenn du die ganze Zeit in Lorwell mit diesem Zug rumfährst. Hin und her, die ganze Zeit. Es ist eine so krasse Atmosphäre. Weißt du, was ich meine? Und was ich so cool finde ist, guck mal, mit dem Schiff waren wir vorhin noch auf einem riesen, in einer riesen Eisstadt und jetzt sind wir einfach hier und das alles in einer Session. Und ich finde das so cool, das habe ich gestern auch auf Twitter geschrieben. Gemeinsam so die Welt entdecken. Und mein Ziel ist es, bald, in ein paar Tagen, Leute anzunehmen in der Freundesliste, also euch, und dass wir gemeinsam fliegen in der Caterpillar, dass wir da 5 Leute, 10 Leute reinpacken und dass wir dann gemeinsam fliegen. Ja, und dass wir das über Ingame-Voice regeln und so. Das ist das, was jetzt bald passieren soll. Ne? Greift er nicht den Autopiloten? Ist doch C. Boah, du hast ja richtige Buchten, Alter.
Es ist einfach... Ich sag euch, wie es ist. Es ist einfach mein Spiel, Mann. Auf das ich Jahre gewartet habe. Oh, harte Landung. Warte mal, ich habe hier was gesehen. Fleet. Engines offline. Und wie klein wir eigentlich in dieser Spielwelt sind, ne? Wie klein wir eigentlich sind. Wir sind ein Niemand bei der Größe der Spielwelt. Ich lass das lieber, nicht, dass ich feststacke. Mist, ich wollte mich da draufstellen. Aber jetzt zeige ich euch mal was Krasses, Chat. Pass auf. Wäre jetzt aber noch cool, wenn man die Steine und so hier abbauen könnte, ne? Die baut man dann ab und kann die Ressourcen mitnehmen. Wer weiß, Alter, was die Zukunft bringt in dem Spiel. Und dann kann man hier sein Haus hinbauen oder so. Stell dir mal vor, man kann einfach hier sein Haus hinbauen. Ich kann mit der Mole einfach Steine hier was? So, und jetzt zeige ich euch was Krasses, Mann. Pass mal auf. Guck mal, merkt euch, wie das hier alles aussieht, ne? Und jetzt guck mal jetzt, pass auf. Landing Gear up. Guck mal, wir fliegen jetzt hier lang, ja? Jetzt guck mal, was passiert. Dann bist du auf einmal im Schneegebiet. Attention. Engines overheating.
Was machen wir, wenn man V drückt? Hydrogen fuel is at 75%. Da unten Wasser? Oi. Ist das hier unten? Ach, Schneereste, Alter, wie krass. Ah, jetzt kam das Update. Jetzt kam der Patch, Leute, für Star Citizen. Ai. Jetzt kam genau jetzt das Update. Warte mal, ist das Update im Patch da jetzt? Im Launcher da? Also bei mir steht Launching Game. Ich meine pünktlich. DB Wipe Incoming. Also es bedeutet, dass jetzt alles weg ist, auch das Geld, was man sich erarbeitet hat und so weiter. Das wäre natürlich ein bisschen schade. Du bist ein guter Reiseführer. Ja, hast du echt gut gemacht. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, wir gucken mal. Dauert wahrscheinlich ein bisschen, ne? Ja, habe ich noch nicht gesehen, Mini. Aber wenn ihr, es sind ja sehr viele Leute hier in der Community, die selber Star Citizen spielen, ne? Wenn ihr auch coole Spots habt, wo wir mal hinfliegen sollen, dann sucht euch die mal raus, auch am besten Wegpunkte, und dann können wir die gerne mal anfliegen, weil der Hype hier im Chat, der hat das ja so gemacht, der hat uns ja die Grünfläche also rausgesucht. Und dadurch haben wir die ja gefunden. Ne? Dadurch haben wir die ja gefunden und dadurch konnten wir jetzt dahin fliegen und so. Also wenn, wie gesagt, wenn ihr mal Spots habt, bitte postet sie auf Twitter oder so oder hebt sie euch auf für den Stream. Und ich würde gerne bald mal eine Flotte machen. Das heißt, dass wir ein großes Raumschiff nehmen, die Caterpillar zum Beispiel von mir. Wir treffen uns irgendwo alle. Ihr kommt alle dahin. Also ich sag euch zum Beispiel, dass wir ein Microtech loslegen. Ja, also in New Badage. Und dann könnt ihr ja schon mal alle dahin fliegen. Ich kann euch das ja vorher, einen Tag vorher auf Twitter sagen. Dann kommt, fliegt ihr alle dahin. Und dann machen wir im Stream, nehmen wir Freundesanfragen an. Ja. Ihr braucht am besten ein Headset, weil es ist immer cool, wenn man miteinander reden kann. Wegen Voice, das wäre ganz cool. Und dann würde ich das so machen, dass wir dann die Caterpillar nehmen und damit ein paar Spielern. Ich würde immer so 5 bis 10 nur machen, weil D-Sings und so, ihr kennt das ja. Und es wäre cool, wenn die Leute dann nicht, wenn ihr dann nicht rennen würdet und so, ne? Also, dass dann alles entspannt ist. Und dann würde ich auch mal gerne Missionen machen, dass wir zum Beispiel mal das Combat-System ausprobieren. Und dann die Caterpillar schön voll machen. Ja, mit Kisten. Ich glaube, Ausrufezeichen SC, dann kommst du zum Spiel. Genau, man müsste die Leute vorher in eine Party einladen. Und dann, das kann man ja alles machen. Wie viele Leute können in eine Party rein? Weiß das einer? Oh, ist das Update da? Nein. 50. Oh! Eine 50-Mann-Party. Krass. Okay, aber ich würde erstmal mit einer kleinen Party anfangen und das dann aufbauen. Und irgendwann würde ich das gerne machen, dass es die Caterpillar gibt mit 3 Begleitschiffen oder so, die nebenher fliegen. Alter, wie geil das aussieht. Und dann gehen wir alle in die Disco auf New Badage und so. Das könnten wir uns mal für Sonntag merken, für den Stream. Dass wir schon mal ein paar Freundschaftsanfragen annehmen. Alter, dass wir so eine riesen Flotte an Schiffen haben, Mann. Stell dir das mal vor.
Wäre eine geile Idee eigentlich, oder? Geil, man kann so viele Sachen machen. Ey, wir müssen uns das mal überlegen, Chat. Ja, weiß einer, wann das Update kommt? Ich würde gerne wissen... Carrick. Okay. Was ist denn die Carrick? Oh, die habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, lol. Was ist die denn? Alter, die sieht halt übertrieben krass aus. Wie viel passen in der Carrick rein? Was ist denn das für ein Schiff, Alter? $400, warte mal eben. Moment. Ich will mal ganz kurz was gucken. Kann ich die auch eintauschen? Warte mal. So, Carrick, hier. Gibt die Carrick. Es gibt unterschiedliche Carricks. Carrick Exhibition, was ist denn das? Pie Page. Okay, Buying of... $1,300! Warum ist die so teuer? Okay. Sind alle gleich, nur die Lackierung ist anders. Okay. Was kosten die hier? Hör mal die. Gibt es die auch in Weiß? Ah! Kriegt man da noch ein Schiff dazu? Kann das sein? Wenn man sich die Carrick WC8X holt. Einen Rover habe ich schon. Aber es wäre cool, wenn der Rover dann immer in dem Schiff drin wäre. Aber ist nicht der Fall, ne? Man muss den dann auch wieder spawnen und bla. Aber ich sehe hier nur Flight Ready. Ich kann die gar nicht kaufen. Ich kann nur die Exhibition kaufen. Warte mal, was? Da gibt es noch Pieces dazu, das Shuttle. Aber das Shuttle ist aber im Raumschiff nicht drin, ne? Patches verfügbar. Ja, ich weiß. Mich interessiert das gerade, weil ich finde, die Carrick sieht cool aus. Ich hätte die auch gerne. Ich würde die mal gerne, also... Aber die kann man nicht holen gerade. Kann das sein, dass... Warte mal, ich kann ja Ship Upgrades machen. Ne? So, Upgrades. My ship. Hier, ich such mal Highest Price. Warte mal, Mole. Da ist die Carrick gar nicht bei. Kann die gar nicht. Mantis. Alles Red. Ne, die Carrick gibt es gar nicht zum Eintauschen, kann das sein? Die Polar gibt es, die Argo Mole gibt es. Ist noch zu neu. Oh, schade, Mann. Hätte ich mal gern gesehen. Hat die jemand von euch? So. Guck mal, ob der Patch da ist. Oh, jetzt spinnt der Launcher wieder. Kann die an der Line. Okay. Ich guck gleich mal. Warte mal, wo habe ich mich ausgeloggt? Ich bin auf. Ist jemand von euch auf New Badage und hat eine? Ja, bei mir steht nur Launch Game. Da ist kein Update bei mir. Ist das normal? Noch nicht da. Okay. Man feist!
Mein Lieber, danke für 19 Monate. Dankeschön. Okay, ist noch nicht da. Dann lass uns das doch so machen, Chat. Ich würde vorschlagen, am Sonntag werden wir dann einen Stream machen. Vielleicht streame ich auch morgen Mittag, am Samstagmittag. Ja, ich kündige das auf Twitter an. Vielleicht machen wir so 2-3 Stunden spontan Star Citizen. Tut mir mal einen Gefallen, alle, die eine Carrick haben, oder alle Spieler, die hier gerade sind und mitspielen wollen, fliegt bitte nach New Badditch. Ja? Fliegt nach New Badditch, fliegt dahin und dann nehme ich nach und nach Leute an und bitte verbindet euer Headset. Nur trollt bitte nicht rein, macht da nicht rumballern oder so, weil dann nehme ich euch direkt wieder aus der Freundesliste raus, ja? Es wäre cool, weil mein Wunsch ist, dass wir so eine Gemeinschaft sind, die dann eine, wie so eine richtige Crew, ja? Wir kümmern uns um unser Schiff, wir haben alle Voice, wir sind alle cool, wir labern nicht die ganze Zeit rein und dann fliegen wir ein bisschen rum und machen ein paar Jobs und so. Das wäre mein Traum, so eine Crew. Ja? Wäre das was? Also ich glaube, das wäre ganz cool. Die Polar habe ich, die habe ich im letzten Video schon gesehen. Ne? Und wer Star Citizen selber nicht hat, Ausrufezeichen SC, ladet euch das bis Sonntag runter, fliegt nach New Badditch und dann könnt ihr vielleicht mitmachen. Aber wäre ganz gut, wäre ganz gut, also ich werde nicht 3 Millionen Leute annehmen, ihr solltet einfach dann in den Chat gucken, aber wir machen das schon Sonntag. Oder morgen, ja? Wir gucken mal. Ich freue mich auf jeden Fall. Danke, dass ihr heute dabei wart, Leute. Ja, wir haben jetzt auch schon wieder 4-5 Stunden gestreamt. Alter Schwede. Also ich bin wieder im alten Flow, Leute. ich freue mich auf Sonntag sehr oder vielleicht Samstagmittag, also morgen Mittag, das weiß ich noch nicht. Wie gesagt, einfach mal Twitter im Auge haben. Der Twitter-Kanal heißt Dennis Wert. Ja. Dennis Wert unterstrich. Einfach mal da ein kostenloses Follow dalassen. Ja. Also Dennis Wert unterstrich ein kostenloses Follow dalassen. Und dann werden alle Streams angekündigt aus Star Citizen, GTA-RP und so. Kann ich euch nur empfehlen. Und dann würde ich mich mega freuen. Ja, genau. Die Links sind jetzt im Chat. Könnt ihr einfach mal überall ein Follow da lassen. Da bekommt ihr eine Benachrichtigung. Discord, alles. Könnt ihr überall drauf gehen. Ja. Und wenn ihr das Spiel noch nicht habt, Ausrufezeichen SC. Gönnt euch das. Ihr kriegt dann 5000 Credits zum Start. Und morgen Mittag gibt es dann eventuell einen Stream. Also am Samstagmittag oder am Sonntagabend. Ja. Ich wünsche euch was. Danke fürs Zugucken. Wer noch ein bisschen Star Citizen sehen möchte, auf dem heideltraut.de YouTube-Kanal kamen heute 2 Star Citizen-Videos. Einmal, wo ich mit der Pandoria gespielt habe und einmal, wo wir das den Club besuchen mit den 10.000 Dollar, die man früher bezahlen musste, beziehungsweise wo wir das Alien-Schiff ausprobiert haben. Ne, das findet ihr auf YouTube, heideltraut.de. Und bei mir ist alles weg auf dem Account. Okay, das wird spannend. Ja, haut rein, Leute. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns wieder. Macht's gut und bis morgen. Haut rein, Leute. Wünsche euch was. Ne? Und installiert Star Citizen immer auf eine SSD. Das ist ein guter Tipp. Danke für den ganzen Support. Bis morgen Mittag oder bis Sonntagabend spätestens. Tschüss. Dankeschön, Leute. Ihr seid die Hammer-Community. Danke für 130 Subs heute, Leute. Dankeschön. Haut rein. Macht's gut. Geh off, du Pisskopf. Nati, wat? Pisskopf, grüß mal deine Mom. Tschüss.